Moin! Wenn man sich mal einen entspannten Tag hier in der City macht, darf natürlich guter Hamburger Rap nicht fehlen. Ja, okay, die Reimebude oder Royal FM sind zwar auch nicht schlecht, aber ich rede hier von Karriere. Wer das ist? Hört doch einfach mal rein. Yeah. Das ist Katzummer, fuck, jetzt wird Platz gemacht. Schnapp mir ein Blankoblatt, lade nach, Tag für Tag. Aha, ihr sagt, ihr rappt jetzt schon seit paar Jahren, seid erfahren. Doch an mich kommt keiner ran, deutscher Rap bleibt für den Arsch. Leute sagen, ich wär bald ein Star, müsste nur Zeit ein Plan. Doch ich häng high im Park ab, pump den ganzen Tag lang Beats und komm ich heim, schreib ich Parts meistens nachts, noch wenn ich an Bomben feil. Flow-technisch hat der Junge hier einiges zu bieten. Manch einer kennt ihn bestimmt schon vom MOT oder der VBT Splash Edition. Auch in der RBA gibt er sich ab und zu mal die Ehre und haut ein paar No-Names weg. Karriere, aka Kaputtmacher. Ich bin dope als den Koksplantagen. Dir raubt mein Flow den Atem, anders als die Masse, so wie Rosa Parks bin ich bald ein großer Star. In diesem Battle schreibst du rote Zahlen. Sieh, meine Strophen tragen dich bis in den Notarztwagen. Das hier ist sozusagen meine Katastrophenwarnung. Gib es auf, sonst liegst du Bastard tot im Grab. Und da hilft dir auch keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Was will Baloo und seine Crew, wenn ihn der Hamburg-Untergrund den Arsch bummst? Du rappst verkrampft und dir fehlt das Gefühl am Mike. Probier's mal mit Gemütlichkeit, Baloo wird hier am Ende seiner Psyche scheitern. Bisher könnte man noch sagen, er sei Konterstandard. Allerdings hat er weitaus mehr drauf. Mit seiner Großstadtkind-EP hat er bereits gezeigt, dass Battle Rap nur eine Nebenbeschäftigung ist. Er hat es einfach so drauf, diesen Hamburger Flair in seine Texte einfließen zu lassen. Man merkt einfach diese Verbundenheit zu der Stadt und für einen wie mich, der auch hier aufgewachsen ist, ist es einfach ein richtig geiles Feeling. Ich rauch JPS und staun über das Rap-Geschäft. Zu viele große Fressen, doch im Endeffekt ein Weltennest. Wer ist der Chef? Felsenfester Überzeugung kann ich sagen. Meine Martin vor 20 Jahren in die Welt gesetzt. Hamburg City represent, ich bin und bleib ein Großstadtkind. Die Hafenlichter scheint zu hell für Sterne, dafür rosa Himmel. Es ist eine depressive Stadt, wo sie vom Hochhaus springen. Viele auf Drogen sind, sich fragen, wo der Sinn ist. Das kannst du komisch finden, wenn du nicht von hier bist. Es ist schwierig zu kapieren, doch ich kann's dir mit meinem Flow vermitteln. Langsam sollte euch klar sein, dass wir hier wirklich ein Ausnahmetalent vor uns haben. Das Einzige, was ich ihm nämlich vorhalten kann, ist, dass er bisher nur eine EP rausgebracht hat. Immerhin gibt es noch ein paar Free-Tracks von ihm auf diesem Niveau. Ich fahr mit 80 km/h durch die Stadt, Bretter Straßen entlang. In der Hand ist ein Blunt, dann kommt Bullen, ich halt dann. Er fragt, kann ich einen Zug davon haben? Ich sag, du, keine Panik, weil genug davon da ist. Er meint Danke und ne gute Fahrt noch. Vor ein paar Jahren war jeder Bulle noch ein Arschloch. Ist schon komisch, kaum zu glauben, dass es wahr ist. Doch auf einmal wach ich auf, fuck, ich hab verschlafen. Schön wär's, denn die Welt ist am Arsch. Ich wach auf ohne Geld in den Taschen. Ständig nur Fragen im Kopf, was in Jahren noch so kommt. Eines Tages wird's kommen wie im Schlaf, wenn ich träum. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, wieso ich Kai hier so feiere. Checkt den Burschen aus, er hat es definitiv verdient. Alle Links dazu sind wie immer in der Videobeschreibung.